Danke, Frau Präsidentin. Kollegin Amhof, entschuldige, wenn ich jetzt nicht sofort zu deinem Antrag spreche. Ich tue das schon noch. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch fürs Protokoll, hier als Abgeordneter zum Südtiroler Landtag meine Empörung darüber auszusprechen, was heute im italienischen Senat passiert ist. Der italienische Senat hat heute einen Ultrafaschisten zum neuen Senatspräsidenten gewählt. Mit Ignazio La Russa wird ein Mann Senatspräsident, übernimmt das zweithöchste Amt im italienischen Staat, der ein ausgesprochener Südtirol-Hasser ist. Ich erinnere daran, als eine Antifaschismuskundgebung in Bozen stattfindet, hat er damals als Verteidigungsminister angeordnet, dass der Staat vor dem Siegesdenkmal einen Kranz niederlegt. Er hat gegen diverse Vereinsfunktionäre in Südtirol ein Einschreiten der Staatsanwaltschaft gefordert wegen anti-italienischer Tätigkeit. Und er hat jetzt in der Corona-Krise allen Ernstes den Italienern dazu geraten, sich nicht mehr die Hand zu geben, sondern den römischen Gruß zu benutzen. Und so jemand wird Senatspräsident, das ist einfach nur noch zu schämen. Und ich sage das ganz bewusst als Landtagsabgeordneter, damit es auch zum Protokoll kommt und vielleicht auch mal für spätere Generationen nachgelesen werden kann, dass nicht alle damit einverstanden waren und dass es auch Menschen gegeben hat, die das ganz klar verurteilt haben. Nun aber zum Antrag der Kollegin... Consigliere Knoll, se la interrompo, però non vedo che cosa c'entri con la mozione della consigliera Amhof, adesso l'elezione... al Senato di uno verehrte Frau Landtagspräsidentin, wie Sie sicherlich lesen können, heißt unsere Bewegung Südtiroler Freiheit. Quindi, wir haben den Namen Freiheit im Namen und ich nehme mir als Abgeordneter schon die Freiheit, zu so etwas in meiner Redezeit einfach Stellung zu beziehen. Ich glaube, das muss einfach drinnen sein. Das ist ja meine Zeit, die ich benutze und ich würde jetzt gerne zum Beschlussantrag der Kollegin sprechen.